What's good, Leute? What's popping? Ich wollte einfach mal jetzt ein kleines Video zu einem bestimmten Thema machen, wozu ihr mir einen Denkanstoß gegeben habt. Hier seht ihr einen kleinen Teil von meiner Wohnung. Cool, ne? Dazu kommen dann die nächsten Videos. Ne, als wäre ich Deutsche. Ich bin gerade ein bisschen durch den Wind, weil ich vorhin das erste Mal in meinem Leben ein pures Stück Ingwer gegessen habe, weil ich ein bisschen krank bin. Und, also sorry, falls ich huste oder so. Und ich bin halt eine Memme. Ich halte sowas nicht aus. Auf jeden Fall wollte ich das Thema ansprechen, sich selber zu lieben. Ich habe vor kurzem das Video hochgeladen, wo ich habe meine Lippen unterspritzen lassen. Und ich war schon ein bisschen, also ich wusste, dass die Themen, also ich wusste, dass die Meinungen zu dem Thema sehr gespalten sein werden. Ich finde es super, dass es viele von euch so gut aufgenommen haben und verstanden haben, was ich damit gemeint habe, beziehungsweise mit meinen Aussagen am Ende. Und ja, es gab aber natürlich auch ein paar Kommentare, die halt nicht so positiv waren oder ein paar Leute, die verwirrt waren von wegen, oder ein Kommentar habe ich gelesen von wegen, du sagst doch immer, man soll sich lieben, wie man ist, aber YouTuber sagt doch nur das, was im Internet gut ankommt. Und ich denke mir so, bruh. Ich weiß, es war sicher nicht böse gemeint, aber ich als Person würde nie irgendwas sagen, nur weil es im Internet gut ankommt. Das Ding ist, ich teile jetzt einfach mal meine Meinung zu dem Thema mit euch. Ihr könnt gerne eure Meinung drunter schreiben. Es ist normal, jeder hat eine verschiedene Auffassung, verschiedene Meinungen und so. Aber ich möchte mich nicht gerne als Heuchlerin hinstellen lassen, deswegen möchte ich das gerne aufklären. Ja, sich selber lieben, was bedeutet das eigentlich? Also man kann das natürlich, sich selber so lieben, wie man ist, so, also wörtlich auffassen und genau Wort für Wort nehmen. Also so wie man ist, nichts verändert sich. So, für mich bedeutet das einfach mehr. Für mich bedeutet das, sich selber zu lieben, dass man seinem Körper was Gutes tut, seinem Geist und seiner Seele was Gutes tut. Und dazu gehören Veränderungen. Wisst ihr, nur wenn ich jetzt zum Beispiel, es ist egal, ob das jetzt eine kosmetische Behandlung ist, Lippen unterspritzen ist übrigens keine Schönheitsoperation, es ist nur eine kosmetische Behandlung, sowas wie, weiß nicht, Microblading der Augenbrauen oder sowas. Nur wenn ich jetzt zum Beispiel einfach ein bisschen Gewicht verlieren möchte, heißt es ja nicht, dass ich mich nicht selber so liebe, wie ich bin. Ich kann mich ja selber so lieben, aber ich möchte meinem Körper oder meinem Geist was Gutes tun. Wenn ich gern etwas schlanker wäre und mich damit fitter und wohler fühle, dann ist das ja was Gutes. Dann tue ich meinem Körper was Gutes und somit liebe ich mich selber. Versteht ihr, was ich meine? Es wäre ja, finde ich, für mich mega schrecklich, wenn sich nichts verändern würde und alles immer auf dem jetzigen Stand bleiben würde. Beziehungsweise, wenn ich mich nicht verändern würde, Gott bewahre, ich verändere mich äußerlich und ich verändere mich geistig und das ist ganz normal und das ist auch gut, so wächst der Mensch. Und wie gesagt, das nur weil ich jetzt habe eine Schönheitsbehandlung machen lassen, das ist so wie Haare färben, ja? Ich habe hier auch Highlights drin, meine Naturhaarfarbe ist dunkelbraun, fast schwarz. Nur weil ich beim Friseur war und mir habe Highlights färben lassen, heißt das ja nicht, dass ich mich nicht selber so liebe, wie ich bin. Das ist einfach was, worauf ich Bock habe, was ich einfach mal ausprobieren wollte, mal schauen wollte, wie es aussieht und auch nicht gefährlich für mich oder meinen Körper ist. Dementsprechend war ich ein bisschen verwirrt von euren Aussagen, denn ich stehe noch immer dazu, jeder draußen, jeder Mensch, ich mit eingeschlossen, sollte sich so lieben, wie man ist, was aber nicht gleich ausschließt, dass man sich nicht verbessern oder verändern möchte, darf. Möchten. Dass man sich nicht verbessern oder verändern kann, wenn man möchte. So, jetzt haben wir's. Ich bin einfach gerade mega happy und ich wollte das einfach mal aufgreifen, weil ich finde, zur Selbstliebe gehört halt einfach so viel und viele Leute nehmen einfach diesen Spruch so für bare Münze. Also sich selbst lieben, so wie man ist. Viele Leute beziehen das auch nur aufs Aussehen. Ich finde, das kann man ja auch auf den Charakter beziehen. Dementsprechend, man hat vielleicht Charaktereigenschaften oder was weiß ich, der Körperbau oder so. Es gibt bestimmte Dinge, die kann man nicht verändern, auch wenn man das eventuell vielleicht gerne würde. Man kann natürlich darauf achten, aber man kann sie nicht grundsätzlich verändern.
Und da gehört es halt dazu, sich selber auch so lieben zu können, wie man ist. Dementsprechend sich damit abfindet oder adoptiert. Und ich finde, das ist auch einfach mega wichtig. Und auch im Großen und Ganzen super, dass ein Mensch nicht alles ändern kann, was er möchte, weil was macht das dann zu uns, versteht ihr? Und ich finde einfach so kleine Sachen wie das, was ich gemacht habe, zu so einem Elefanten zu machen, ich weiß nicht. Das will nicht so ganz in meinen Kopf rein. Ich wusste halt, dass das auch viel geklickt wird, weil das für die Leute so shocking ist, aber ich weiß nicht, ob das einfach an meiner Einstellung liegt oder an. Ich weiß nicht was, aber für mich persönlich war das irgendwie. Für mich ist das einfach so, als würde ich, was weiß ich, meine Augenbrauen machen gehen oder so. Mache ich eigentlich nicht, mache ich immer selber, aber versteht ihr, es ist einfach nur eine kosmetische Behandlung und ich finde da überhaupt nichts Verwerfliches dran, wenn man selber sagt, hey, ich möchte das machen, ich möchte das ausprobieren. Vielleicht fühle ich mich dann wohler, vielleicht finde ich das schön, vielleicht ist das aber auch nichts für mich und dann lasse ich das bleiben und das war Blödsinn und vergessen wir das. Ich finde es halt schade, dass solche Sachen immer noch so verpönt sind, wisst ihr, wenn Leute was an sich machen lassen oder wenn Leute was an ihrem Aussehen verändern wollen, was machen lassen, dann lasst die Menschen das doch machen. Ich verstehe das Problem von vielen da draußen nicht. Es ist einfach, es ist der Körper dieser einen Person. Und die kann darüber entscheiden. Und wenn sie das gerne machen möchte, dann sollte sie das bitte machen. Ja. Entschuldigung, das war echt ekelhaft. ich finde es halt schade, dass das verpönt ist. Wisst ihr, wenn jemand das Bock drauf hat und das jemandem gefällt, dann würde ich mich für die Person freuen. So, wenn ihr das gut tut, wenn sie das cool fand oder was auch immer. Und ich habe das Video halt auch hochgeladen, weil ich euch zeigen wollte, wie das so ist. Weil mich persönlich hat das so lange schon interessiert. Was genau passiert? Wie schaut das aus? Und wie gesagt, ich hatte halt auch so Ängste von wegen, ja, vielleicht schaut das blöd aus, vielleicht passiert mir irgendwas oder so. Dementsprechend habe ich das mit euch geteilt und ich sehe eigentlich keinen Grund darin, wieso ich das jetzt bereuen sollte. Ja, das war einfach ein kleiner Gedankenanstoß von mir zu diesem Thema. Ich würde mich freuen, wenn ihr eure Meinung in die Kommentare schreibt oder mich das sonst anderswo wissen lasst. Sonst, ihr könnt mir gerne auf Instagram schreiben, blende ich euch hier ein. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Das war's. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Tschüss. Ciao.